weil ich bin überfragt, muss ich ehrlich sagen. Mir fällt dazu nicht sehr schlecht. Ach nein. Wozu? Ja, da Nicht so. sind wir mal wieder an einem Punkt angekommen, wo ich komplett einfach mal Nicht so. So nah rumprobieren liegen muss. Glück und Verderben beieinander. Wie komme ich da? Indem man alles mit allen probiert, dadurch kommt man darauf. Vielleicht. Das kann ich. Das bringt. Das kann ich. Natürlich. Für ein Feuer. Hatten Ich zur glaube Hälfte auch schon nicht. alles. Nicht so. Unsinn. So nicht. Das lasse ich. Besser. Ich habe leider keine andere Wahl. Ich wüsste nämlich überhaupt nicht, was hier noch getan Das werden führt. soll. Das kann ich. Unwahrscheinlich. Besser nicht. Besser nicht. Keine Zeit für Ex. Oh doch, die Zeit haben wir leider. Wozu? Hatte schon besser. Das geht so. Ich bin. Ich bin. Geht nicht. Kehr, kehr, kehr. Ich weiß nicht. Goswin berichtet, dass er das Tor gemeinsam mit einer Magierin öffnen wollte. Ich fürchte, wir haben sie gefunden. Oh. Darüber findet sie. Das ist natürlich nicht schön. Wozu ein. Wozu ein. Da hilft kein Funken. Er ist ganz hoch wie ein. St Und das Ding sagt, wir müssen was damit machen, aber er will nicht. Das ist wirklich. Vielleicht das Lampenöl anzünden? Mal gucken. Unterbrechen mal den Test hier. Sind ja beim Feuer gerade, merken wir uns das mal. So. Anscheinend nicht. Ein brennender Tümpel. Was nützt mir das? Tja, was nützt mir alles andere? Also weiter. Feuerzeug, Messer. Wozu noch? Das lässt sich. Lässt sich. Ja, dann haben wir hier das Da durch. muss nicht. Ich wünschte, selbst wenn ich könnte. Dann gehen wir noch mal die Zauber durch. Der Spiegel. So leicht zerbricht. Vieles. Auch nicht. So naheliegend. Wird doch nicht. Natürlich. Mir fällt das. Ich muss dringend. Nicht so. Ich muss dringend. Wozu? Mir fällt. Mein Kopf. Ach, was. Das machen wir jetzt auch noch mal eben. Wie komme ich? Unwahrscheinlich. Mir fällt. Ich habe für. Ich habe. Ich weiß. Das Netz. Die Liebe. Das Netz hat sich bewährt. Die Libelle lebt sogar noch. Keine Zeit. Ich habe für. Ich habe für. Da auch nicht. Mann, 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 das nervt mich jetzt Ich selbst bin. total. Ach was. Windling würde sich. Keine Zeit. Mein Kopf. Ach nein. Das hilft auch. Ich glaube. Darüber. Das hilft auch. Wie gut. Leider fehlt. Anzünden lässt. Und als Gefäß taugt sie auch. Unwahrscheinlich. Wird doch. Ich glaube. Das geht. Ach was. Besser. Nicht. Das wird. Ist nur die Frage. Unsinn. Das wird ein schönes Feuer. Ist nur die Frage, wo ich es entfache. Für ein Feuer.
Ja, gut. Das wird ein schönes Feuer. Ist nur die Frage, wo ich jetzt entfache. Der hier Feuer spucken voll ins Gesicht. Das ist doch bestimmt die Lösung. Aber warum will er denn nicht? Verstehe ich nicht. Für einen Feuerspeienden. Er ist ganz hoch wie ein St. Das ist doch bestimmt die Lösung. Wo? Unwahrscheinlich. Also wir werden doch bestimmt das Öl anzünden müssen, damit der das Feuer spuckt und dann gegen das Auge. Und dann voll reintreffen. Aber was übersehen wir dabei? Besser nicht. Das lass. Wie kommt. Wozu? Natürlich. Geht. Ich bin. Ach, was. Leider anzünden. Ich musste. Leider fehlt er doch. Anzünden. Das bringt. Unsinn. Schon kaputt. Ich bin. Hatte. Sch wird doch. Warum soll. Schon kaputt. Nicht so. Ich weiß. Das hilft auch. Natürlich. So wird. Nicht. Mein Kopf. Das ist. Nein. Nichts. In ein. Besser. Natürlich. So nicht. Mein. Wird doch nichts. Wozu? Wozu? Warum so? In ein. Ob es nun. Vielleicht. Warum so? Na gut, das hat alles nichts funktioniert. Wir können also weder die Items noch verbinden, noch das hier. Also wirklich, was haben die sich hier gedacht? Na gut, ich pausiere das Ganze, schaue offscreen nach, wie es weitergeht und dann sehen wir uns wieder. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschö. Ja, da sind wir auch schon wieder. Und das Problem lässt sich leichter lösen als gedacht. Natürlich war ich wieder zu dumm und habe was übersehen. Wir haben die Pflanze nicht mitgenommen. Genau, da waren wir etwas zu schnell. Ich schreib's mal meiner Müdigkeit zu. Wir sehen da so mal schnell. Dass wir die Pflanze mit dem Spaten da rauskriegen, wir durften sie ja nicht rupfen, das war das Problem. Wir haben ja einen Spaten, also unser Ruder. Und schon bekommen wir sie. So. Jetzt weiß ich aber wieder nicht weiter, denn ich habe nur gerade im Internet schnell nachgelesen, was wir hier vergessen haben. Als ich gelesen habe, dass man die Pflanze mitnehmen soll, habe ich auch schon wieder zugemacht. Denn wir wollen ja so viel wie möglich selber rätseln. Aber ich denke mal, das geht irgendwo hier hinten, weil da kamen wir ja schon nicht richtig weiter. Wir gucken also mal unsere Pflanze. Na, siehe da, sie passt genau da rein. Der Kopf der Pflanze schaut jetzt durch den Schlund geradezu auf das Auge. So, jetzt müsste ich nur noch irgendwie dafür sorgen, dass die Pflanze spuckt. Ich habe endgültig den Verstand verloren. Das sieht nicht lecker aus. Und wir haben es geschafft. Jetzt kann man das Feuerzeug auch damit benutzen. Also ich finde die Spieletipps teilweise schon hinderlich. Also wirklich. Wisst ihr was? Wir schalten jetzt ab. Einstellungen. Wir sind weit genug im Spiel, das können wir auch ohne Kombinationshilfe. Wenn mit einem Gegenstand aus dem Inventar auf ein anderes Objekt im Raum gezeigt wird, gibt ein Leuchten am Mauszeiger an, ob die entsprechende Aktion vom Erfolg gekrönt sein wird oder nicht. Und das schalten wir jetzt ab. Aktionshilfe. Beim Zeigen auf ein Objekt gibt die Farbe des Objektnamens an, ob noch relevante Aktionen möglich sind. Blau, mit diesem Objekt wurde noch keine Aktion ausgeführt. Weiß, hier sind noch relevante Aktionen möglich. Grau, alle nötigen Aktionen wurden bereits ausgeführt. Okay, das lassen wir mal drin. Vorerst. Ortsbandanzeige. Ist die Funktion aktiviert, werden beim Drücken auf die Leertaste alle wichtigen Objekte, Charaktere und Ausgänge im Raum angezeigt. Okay, das lassen wir auch. Das ist ja freiwillig.
je nach Ding. Aber genau das hier mit dem Können wird das zwingend noch benutzt, das führt uns immer wieder in die Irre, also mich zumindest, und damit ist es natürlich auch für euch ungünstig, und deswegen hören wir damit jetzt mal auf und spielen weiter. Also keine weißen Kringeln mehr in Zukunft. Und wir können nach unten gehen. Wunderbar. Ins nächste Rätsel. Noch schöner. Okay. Sonderbarer Mechanismus. Aha. Feen lieben Rätsel. Was habe ich erwartet? In solchen Rätseln war ich nie gut. Na, komm. Feen lieben Rätsel. Was habe ich erwartet? So schlecht waren wir bisher auch nicht. Okay. Hier am Kopf fehlt irgendetwas. Haben wir alles gesehen? Ja, haben wir. Da fehlt bestimmt das Prisma. Es passt, aber es geschieht überhaupt nichts. Das geht auch ohne Hilfe. Das bringt gar nichts, okay. Vielleicht müssen wir den Pilz... Die Libelle... Und die Fledermaus. Okay. Spiel? Ich glaube, ich sollte hier erst noch was erledigen. Ja, okay. Was macht man jetzt da in der Mitte? Hier kann man noch nicht viel mehr erledigen. Also jetzt nicht, ich muss die Reihenfolge ausprobieren, ohne jegliche Hinweise, das wäre doch doof. Es geht auf jeden Fall um diese drei Sachen. Ich wünschte, ich könnte sie wieder zum Leben erwecken. Ist das das Problem? Nichts. Dass die Fledermaus nicht lebt. Oh, jetzt hat sich mein Kabel fangen. Ups, so. Jetzt geht's weiter. Hier sind aber auch keine Hinweise drauf, in welcher Reihenfolge das da rein müsste. Das Rad tut rein gar nichts. Befragen wir nochmal Nuri. Ah, ich hab's. Das war das Problem. Sicher. Wir mussten das Licht nach unten kriegen. Tada! Okay. Hier ist Feuer und diese beiden Wasser. Symbole sind eindeutig. Aber wie bekomme ich Feuer und Wasser in ein und dieselbe Schale? Feuer und Wasser. Also der Pilz ist eher für Boden. Wir gucken uns mal um, was es noch so für Sachen gibt. Je zwei Symbole neben einer Schale. Diese Symbole haben irgendetwas mit den Schalen zu tun. Okay, das ist Nacht und das ist Stein. Also da nehme ich mal die Fledermaus rein. Wer sagt's denn? Okay, das, ich wollte eigentlich das anders machen. Gut, haben wir es tatsächlich gelöst, aus Versehen schon, wa? Krabbel und Fliegen, ja, es ist klar, dass das passt. Hab ich jetzt gedacht, Nacht und Dings wäre die Fledermaus. Vielleicht doch nicht. Also gut, was könnte dort hineingehören? Genau, der Pilz dann.